Hallo liebe Formel 1 Fans und herzlich willkommen hier zu unserem Interview mit Monisha Kaltenborn. Bianca Garloff und Ralf Bach haben mit ihr über die verschiedensten Themen gesprochen und auch ich als Videoredakteur habe mal die ein oder andere Frage reingestreut. Wir sprechen unter anderem über ihre aktive Zeit als Formel 1 Teamchefin, sie war ja die erste Teamchefin der Formel 1 überhaupt, aber auch über die aktuelle Formel 1, thematisieren ihr jetziges Engagement im Simracing. Zudem thematisieren wir noch das Thema Frauen im Motorsport, das seht ihr dann im zweiten Teil. Jetzt viel Spaß mit dem Interview. Hallo Monisha, schön, dass du dir Zeit nimmst für uns heute mal. Die meisten unserer Zuhörer und Zuschauer kennen dich ja noch als Teamchefin aus der Formel 1. Aber mittlerweile hast du deine eigene Rennserie und die startet auch an diesem Wochenende. Und nun erklär uns doch mal erstmal, was ist denn Racing Unleashed? Ja, hallo Bianca, hallo Ralf erstmal. Schön, dass wir uns, wenn auch so virtuell, treffen. Das ist ja nach langer Zeit. Ja, das ist eine ganz spannende Woche für uns bei Racing Unleashed, weil wir endlich mit unserer sogenannten Rennsaison beginnen können. Wir haben mithin hier einen Sport aufgestellt, und zwar im Sim-Racing-Bereich. Es geht darum, dass wir, wie eigentlich in der Formel 1, Rennen veranstalten auf unseren Simulatoren. Gefahren werden dabei Formel-1-Autos, und zwar dieses Jahr das 2020er-Modell, ein generisches Modell. Wir gestalten die gesamte Serie, das heißt die Liveries der Autos, die Streckenwerbung etc. und haben dann insgesamt 8 Rennen, die wir durchführen werden im Laufe des Jahres. Mhm. Du hast jetzt eben schon gesagt, ihr fahrt mit echten Formel-1-Autos praktisch, aber also man kann das auch spüren, was ihr da macht, weil ihr nämlich auch mit echten Monocoques fahrt. Also erklär mal dieses Besondere an Racing Unleashed, dass es eben nicht nur Sim-Racing ist in der virtuellen Welt, sondern tatsächlich eben auch in die echte übertragen werden kann. Ja, also was uns eigentlich unterscheidet von den anderen Anbietern ist, dass wir wirklich genau in diese Nische reingehen zwischen dem realen Sport und Sim-Racing mit all seiner Bandbreite, was man von zu Hause eigentlich machen kann. Und wir gehen genau dazwischen rein und sagen, bei uns kannst du es nicht zu Hause fahren, du musst zu uns in die Lounge kommen. Und warum? Weil dort der Simulator steht. Theoretisch kannst du natürlich auch zu Hause haben. Aber wichtig ist dieses physische Gerät, das hat eine sehr speziell entwickelte Technologie in sich, die wir auch wirklich selber in-house entwickelt haben. Es kommt sehr viel aus der Formel 1. Das heißt, die Pedalerie, das Lenkrad, auch der Sitz ist eigentlich sehr ähnlich, ein bisschen breiter natürlich gemacht, weil, sag mal, größere Volumina da reinpassen müssen als beim Formel-1-Fahrer, was der Fall ist. Und dann, was es unterscheidet, vor allem von den meisten anderen Simulatoren, die statische Simulatoren sind, wir haben ein sogenanntes Motion-System. Das ist ein sehr präzises Bewegungssystem, was es uns erlaubt, sehr realistisch das Gefühl, das Fahrgefühl wiederzugeben. Die Strecken sind ja heute sehr detailgenau wiedergegeben, digital. Und unser System ermöglicht es, im Grunde jede Bodenwelle oder das Curb etc., also jede Unebenheit dir sehr zeitnah wiederzugeben. Das haben wir auch selber so weiterentwickelt auf der Basis eines existierenden Spiels, was dann eben dazu führt, dass es so richtig rumpelt da drin. Wir haben auch noch Reverse Engineering, was die G-Kräfte betrifft, aber nur über den Gurt, also nicht am Nacken, denn das würden ja die meisten so nicht kraften können. Und so hast du ein sehr realitätsnahes Gefühl und du kommst ziemlich in Schwitzen. Kann man das denn mit den Simulatoren vergleichen, mit diesen Hightech-Simulatoren, die auch die Formel-1-Fahrer benutzen, um sich vorzubereiten auf die Rennen? Nein, denn wenn sie sogenannte Driver-in-the-Loop-Simulators verwenden, das sind hochkomplexe Geräte, da braucht man ja einen ganzen Stab dahinter, den Operations Room, der das Ganze verwaltet, das ist es nicht. Mhm. Hingegen ist das eigentlich ein sehr gutes Tool für junge Fahrer, das haben wir auch festgestellt, wenn sie die Strecken kennenlernen möchten, auch wirklich mehr spüren möchten, als es nur, wie verläuft die Strecke und natürlich auch für die Kommunikation mit den Renningenieuren im Hintergrund. Also es eignet sich eigentlich so als Zwischenstufe zwischen, ich sage mal, einem normalen statischen Simulator und dann schlussendlich den DILs. Also früher sind praktisch die jungen Rennfahrer auf die Kartbahn gegangen, heute gehen sie zu euch in die Lounge. Genau, das sollen sie vermehrt machen, ja. Ja, sehr gut. Wo habt ihr in Deutschland denn eigentlich Lounges? Weil ihr sitzt ja in der Schweiz, aber soweit ich weiß, wollt ihr euch ja auch ausbreiten nach Deutschland. Das ist so. Wir haben eine in München. Und sofern die Restriktionen dann aufgehoben werden, jetzt in diesem Monat, sollte die Lounge in München auch eröffnen.
Und wir sprechen auch mit anderen Partnern in Deutschland, dass wir weitere Standorte in einem Franchise-System aufmachen. Mhm. Okay. Wo ist die München? Kann man das schon sagen? Ja, natürlich. Ja, die ist in der Motor World in München. Mhm. Die ist bei der sogenannten kleinen Messe, wie man mir sagte, in der Nähe, also beim Stadion, beim Allianz-Stadion, so in der BMW-Gegend dort in der Nähe. Also jetzt nicht gerade sehr weit draußen gelegen. Also ich glaube schon noch relativ nahe dem Stadtzentrum. Mhm. Wie wichtig schätzt du denn eigentlich so grundsätzlich Simracing heutzutage ein? Also wir sind ja aufgewachsen praktisch nur mit echtem Rennsport, aber auch jetzt durch die Corona-Krise wird ja Simracing immer wichtiger. Wie siehst du das? Ich sehe grundsätzlich beide Sportarten und ich bezeichne sehr wohl E-Sports auch als Sportart, weil es für mich auch eine ist, komplementär zueinander. Also das eine schließt das andere nicht aus, die ergänzen sich auch. Und ich glaube, auch zu sagen, der reale und der nicht reale Sport, da muss man auch über die Begrifflichkeiten einmal sprechen, denn das eine ist virtuell, aber ist in seiner Existenz genauso real. Man spürt diese Dinge. Also wie gesagt, wenn du bei uns länger als 10 Minuten drin sitzt und auch durchaus fit bist, du schwitzt ganz schön. Ja. Es sind andere Zielsetzungen. Und ich glaube, die Zielsetzung, die E-Sports oder Sim-Racing verfolgt, ist ja der Realität im Auto so nahe es geht zu kommen. Es kann nie 1:1 sein, weil da wären wir ja wieder in einer anderen Welt quasi. Geht ja auch nicht, weil die meisten nie in ihrem Leben, ich sag mal, auch wenn sie noch so Fans in einem Formel-1-Auto sitzen können, dürfen oder gar wollen. Von dem her ist die Zielsetzung eine andere. Beide haben ihre Existenzberechtigung. Ich glaube, dadurch, dass es ja auf eine viel günstigere Art möglich ist, hier dieses Erlebnis, was sehr realitätsnahe ist, zu erleben, hat das eine sehr große Zukunft und für mich eine größere fast sogar, weil die Reichweite und die möglichen Kunden einfach viel, viel mehr sind. Und ich glaube, das Ganze hängt auch damit zusammen, dass der typische Fan sich in den letzten Jahren sehr stark verändert hat. Also wir kennen noch eine Zeit, wo man schon damit glücklich war, wenn sein Idol einem eine Autogrammkarte geschickt hat, die er meistens eh nicht selber unterschrieben hat, das wissen wir ja auch mittlerweile, oder man sah ihn mal oder gab ihm mal die Hand und das war's. Ne? Heute ist der Fan, der junge Fan eigentlich doch recht anders und das Entscheidende ist, dass er Dinge selber erleben möchte. Der möchte einfach sagen können, ich habe das erlebt. Also ich weiß, wie sich's anfühlt, wenn ich mit über 300 über die Gerade in Monza glühe. Dann hat er das Gefühl schon, oder gar gegen die Wand krache dort. Na, dann spürt er das so, natürlich nicht ganz genau so 1:1, aber er spürt das. Wir stellen ja auch fest, dass auch wenn die Risikobereitschaft immer noch da ist, man nicht unnötig Risiken eingehen möchte, wo man sich schädigen kann. Also man will das Gefühl, das Erlebnis, aber man will das Risiko steuern. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Und dann zieht sich diese Freiheit, die der Fan haben möchte, weiter. Der Fan möchte zum Beispiel heute selber entscheiden, wann will ich etwas sehen. Ich will nicht an die Fernsehzeit gebunden sein, dass das Rennen einfach von da bis da ist. Ich will nicht sehen, weil es schon 3 Stunden alt ist. Ich will entscheiden, ich will jetzt auf meinem Handy das um die Zeit sehen. Und das dritte Element dazu ist dieses sogenannte Content generieren. Der Fan will selber Dinge schaffen. Mhm. Und all die Möglichkeiten hast du natürlich viel mehr im virtuellen Bereich, wo du einfach viel mehr selber schaffen kannst, kreieren kannst, mit dabei sein kannst. Mhm. Wenn jemand so richtig bei euch trainiert oder ausgebildet wird, das heißt, wirklich das so halb professionell betreibt. Wie gut wäre er dann eigentlich ausgebildet für das richtige Rennauto dann? Das ist schwer zu sagen. Ich glaube, einfacher ist es, wenn du dir nur die Prozedere anschaust. Also mhm. wenn du jetzt sagst, wie geht man mit dem Lenkrad um, dies, das, da wäre man schon sehr gut vorbereitet. Der Sprung von der virtuellen Welt in die reale ist kein einfacher, aber mittlerweile komme ich zum Schluss, wenn ich mir anschaue, wie viel Entwicklung in diesen Instrumenten schon drinsteckt und wie realitätsnah und präzise sie vor allem in der Wiedergabe sind, jemand, der Talent hat, der kann diesen Sprung schaffen und die Chancen werden immer mehr. Also früher war man ja sehr skeptisch, weil einfach der Unterschied so groß war zwischen beiden Welten. Du kannst ja nicht eine Playstation, sag mal, mit einem realen Auto vergleichen, wo du gar mit deinem Keyboard vielleicht noch gefahren bist zu Hause. Ne? Also du lernst
du kannst ja viel üben, du lernst ja viel dabei. Also Dinge, die in beiden Bereichen wichtig, also wie gesagt, Prozedere, eine gewisse sogenannte Situation Awareness zu bekommen, wie ist das, wenn du im Verkehr bist, auf was musst du schauen und so. Die Dinge kannst ganz gut üben, neben der Strecke natürlich, die du dann auch lernst. Die Chancen sind da, wenn jemand Talent hat, ist das für mich ein absolut realistischer Weg, zu sagen, er ist von Sim Racing, hat er den Sprung, das richtige Racing, sag ich mal, an der Rennstrecke gemacht. Das ist ja auch eines deiner Ziele wahrscheinlich, am Ende mal diese beiden Welten zu verbinden. Das ist so. Und deswegen haben wir bewusst ein Produkt auch gewählt, was wir so ständig weiterentwickeln und immer der Realität näher kommen wollen. Mhm. Das ist wie bei einem Formel-1-Auto ein unendlicher Prozess, weil du immer dich in Millimetern dann bewegst, aber jedes Jahr was dazukommt. Es passt auch in unsere Vision hinein, dass wir den Motorsport erstens der Allgemeinheit zugänglich machen wollen und einen Sport kreieren wollen, wo du genau auf dieses Talentpool greifen kannst. Denn über diese virtuelle Welt kannst du natürlich in Märkte, in Länder rein, wo es jetzt keine Rennen zum Beispiel gibt, wo die Übertragung nicht so ein Thema ist. Und du kannst so die Leute selber zum Fahren bringen, und so auch Talente mit der Zeit entdecken, was alles datenbasiert ist. Und das passt ja auch in den heutigen Trend hinein, der Digitalisierung und einer datenbasierten Analyse. Glaubst du denn, dass Simracing das echte Racing irgendwann auch tatsächlich mal ersetzen kann, komplett? Also mit irgendwann meine ich wirklich sehr, sehr weit in der Zukunft? Ersetzen weiß ich nicht, aber ich bin überzeugt davon, dass das ein größeres Geschäftsfeld ist. Ich hatte auch noch zwei Fragen. Einmal, um welches Spiel handelt es sich? Da du eben meintest, dass es sich um ein handelsübliches Spiel handelt. Und also ist dann Racing at Leech als Mischung gedacht, einmal als Fanattraktion, dass sie es mal ausprobieren können, wie das Formel-1-Feeling ist. Und der andere Teil besteht dann aus künftigen Rennfahrern, die dann auch schon mal einen Eindruck von der Geschwindigkeit bekommen sollen, oder? Also vielleicht zum Ersten, die Basis ist die Assetto Corsa Pro-Version und auf der basieren wir dann unsere eigene Softwareentwicklung. Das sind zwei Schichten. Das eine betrifft die Realitätsnähe mit unserem Motion-System. Das heißt, das Ganze wirkt noch realistischer, weil die präzisen Bewegungen einfach wiedergegeben werden durch unser System im Simulator. Und das zweite ist ein Management-Tool, das betrifft dann die ganzen Datenmengen, die du generierst. Das beginnt mit deiner Buchung ins System, welche Strecke du aussuchst, wie dann diese Daten gesammelt werden, wie sie hinterlegt werden, wie sie dann wieder hochgeholt werden, wenn du die unterschiedlichen Apps hast. Also ein API ist das im Grunde, was wir da auch selber entwickelt haben. Und zum Zweiten, ja, das sind unsere beiden Zielsetzungen. Erstens soll mal wirklich jeder die Möglichkeit haben, Spaß zu haben am Rennfahren und das möglichst realitätsnahe zu erleben. Und darüber hinaus, dass wir den Sport kreieren und so auch Talente finden. Und wir haben ja auch die Möglichkeit dann, wir haben das auch als Teil unserer Preise ausgeschrieben gehabt, dass wir zum Beispiel die Top 8, glaube ich, waren es vor 2 Jahren, die mitgenommen hätten an die Rennstrecke, dass sie wirklich mal auch mit einem GT-Fahrzeug fahren. Und das Interessante war, viele hatten Angst davor. Die wollten gar nicht an die richtige Rennstrecke. Die wollten wirklich nur in der virtuellen Welt bleiben. Das ist auch interessant. Aber das ist genau die Zielsetzung, die wir verfolgen. Mhm. Du hast ja eben auch schon sehr schön eben die echte Rennstrecke erwähnt. Du warst jahrelang an der echten Rennstrecke. Inwieweit verfolgst du denn jetzt eigentlich die Formel 1 immer noch? Ach, die verfolge ich sehr wohl, denn ich kann ja sagen, ich habe fast nichts anderes gemacht in meinem Leben, im Beruflichen zumindest. Und dadurch ist man ja ganz eng verbunden mit dem Sport. Man hat ja die Passion, aber natürlich auch mit den Menschen, die noch hast. Da habe ich einige sehr gute Freunde. Ja, also wenn du denn jetzt auch aktuell immer noch die Formel 1 so ein bisschen verfolgst, hättest du dir zu deiner Zeit auch ein Budget Cap gewünscht, was es ja nun seit diesem Jahr gibt und was in den nächsten Jahren ja noch ausgebaut werden soll? Ja, natürlich. Ich glaube, das war doch das Thema, womit Force India und wir oder mein Team, besser gesagt, die anderen immer genervt haben. Genau, ich erinnere mich da auch noch an ein Meeting irgendwie in Abu Dhabi, in so einem kleinen Raum bei Force India, wo ihr eigentlich genau sowas schon vorgeschlagen hattet, was aber jetzt schon viele, viele Jahre her ist, ne? Ja. Wir haben das schon, wir waren halt bei vielen Dingen unserer Zeit voraus.
Nein, wir hatten das, das Ganze geht ja schon zurück auf die Zeit 2006, 2007, als es das sogenannte Resource Restriction Agreement gegeben hat. Nicht, das waren ja schon die Vorläufer des Ganzen. Und die Idee war ja damals, wären nicht die Hersteller so ausgestiegen, dass man das eigentlich in so ein Budget Cap übergeleitet hätte. Und man kann es heute vielleicht gar nicht mehr glauben, aber die Hersteller waren fast alle dafür. Also für die war damals schon klar, wir können nicht auf die Dauer so viel Geld ausgeben, obwohl sie das Geld allemal hätten. Ja. Die wollten das auf ein vernünftiges Niveau eigentlich bringen und dann hat sich das Ganze irgendwie aufgelöst, weil die auch nicht mehr dabei waren. Wie findest du denn jetzt dieses aktuelle Budget Cap? Ist das gut umgesetzt? Kann das tatsächlich dazu führen, dass die Formel 1 nachhaltiger, kostengünstiger und auch wieder attraktiver, auch für kleinere Teams oder eben auch Hersteller wird? Ich finde es in jedem Fall gut, dass man mal diesen Weg geht. Ich glaube, es ist noch ein langer Weg. Und man sollte auch den Fehler nicht machen, dass man die Finanzen dann viel zu sehr in den Vordergrund stellt. Das Budget Cap ist ein Aspekt des Ganzen, um die Show besser zu machen. Man muss aber eigentlich fast immer bei den Regeln ansetzen, nicht bei der Technik ansetzen, denn die sind ja der Treiber für die Kosten. Es ist ja nie so gewesen, dass du gesagt hast, einer gibt einfach so viel Geld aus. Der gibt Geld aus, weil die Regeln es dir erlauben, gewisse Dinge zu entwickeln. Das heißt, ich glaube, man muss nochmal einen Schritt zurückgehen und sagen, das Regelwerk muss entsprechend gestaltet sein, dass du weniger Möglichkeiten hast, auch Geld auszugeben, dass dadurch auch die Unterschiede dieser Performance Differentiators eher eingeschränkter sind und in Bereichen sind, die wiederum nicht kostspielig sind. Das ist ja ein System, das in sich geschlossen ist von dem her. Und das führt dann auch dazu, dass die Show natürlich spannender wird, weil die Teams wieder näher beieinander sind. Also das ist, Budget Cap ist ein Aspekt, aber es zählen noch viele andere dazu, um die Formel 1 spannender zu machen. Nun gibt es ja aber nächstes Jahr auch neue Regeln und genau da soll das ja auch so sein, dass die Teams eben mit diesen oder innerhalb dieser Regeln gar nicht mehr so sehr den Unterschied machen können. Ist dann auch das tatsächlich ein guter Schritt in die Zukunft oder wärst du noch viel weiter gegangen? Ich glaube, man muss das eben Schritt für Schritt angehen. Gut ist, dass man sich hier schon mehr Gedanken gemacht hat, mal eben nicht nur einen Aspekt ansehen und dann den nächsten angehen. Wie das schlussendlich sein wird, wird man natürlich sehen, weil Risiken hat jede Änderung in sich. Und entscheidend wird ja bei diesen Änderungen auch sein, wie man sie kommuniziert. Also wenn ich als Beispiel nehme den jetzt nicht mehr neuen Motor, aber den Hybridmotor, das ist ja alleine durch die Kommunikation im Vorfeld, ist eigentlich wirklich technisch gesehen eine fantastische Errungenschaft, auch wenn nicht alle sie gleich gut gemacht haben am Anfang, aber trotzdem war das ja eine sehr feine Sache, die aber schon im Vorfeld niedergeredet wurde. Also man hat sich ja selber quasi abgeschafft damit, ne? Ja. Und sich diskreditiert irgendwo. Das heißt, das wird natürlich genauso wichtig sein, dass es nicht wieder einzelne Teams gibt, die von Anfang an schon wieder alles schlecht reden, weil das wieder dieses negative Gefühl mit sich bringt. Mhm. Du hast jetzt eben schon den Motor angesprochen. Jetzt wird ja auch schon diskutiert über ein neues Motorreglement, was dann auch nachhaltiger sein soll, wo Biosprit gegebenenfalls zum Einsatz kommen soll. Du hast in deiner Serie kein Problem mit Nachhaltigkeit und Ökologie, weil ihr einfach keinen CO2-Fußabdruck in dem Sinne habt. Aber wie wichtig ist es denn tatsächlich jetzt eben auch für die Formel 1 auch in dem Bereich Gas zu geben und eben tatsächlich auch schnell nachhaltiger zu werden? Ich glaube, dass das heute in jedem Bereich wichtig ist. Das gehört nun mal dazu. Man kann da unterschiedlicher Ansicht sein. Aber es gibt gewisse Themen und gewisse Verantwortungen, die man nehmen muss, denen man sich auch stellen muss und etwas tun muss. Ich glaube, es gehört aber viel mehr dazu, als nur zu sagen, es ist jetzt der Motor, weil so schlecht waren diese Werte ja auch gar nicht so. Ich meine, wenn man überlegt, in den besten Zeiten vor vielen Jahren, wie viele Zuschauer da an die Rennstrecke kam, also wo richtig noch alles voll war, etc., war eigentlich die Ökobilanz solcher Rennen gar nicht und viele schlechter, als wenn ich jetzt ein Fußballwochenende mir ansehe. Ich meine, wenn da, ich sage jetzt mal, in der Bundesliga oder so, all die Spiele, die stattfinden und die Stadien alle voll sind, etc., wenn man das verglichen hat, war eigentlich die Formel 1 gar nicht so schlecht dran. Es ist einfach die Wahrnehmung, weil es Motorsport ist, weil es ein Auto ist und das kann man einfach in diesen Punkten nicht schönreden. Wichtig ist aber nicht nur, sich diese Punkte anzusehen, ich glaube auch die Rennformate oder zu sehen, wie macht man Outsourcing von gewissen Dingen? Braucht es dieses Equipment? Muss das so umgefahren werden?
Kann man nicht lokal mehr Dinge zum Beispiel? Braucht es diese Motorhomes? Das sind alles so Fragen, die man sich schon einmal stellen muss. Ich meine, all das, was man mit sich schleppt, da wo jetzt nicht mal Zuschauer erlaubt sind, noch weniger an die Rennstrecke sollen, Paddock, muss man sich natürlich fragen, braucht es das alles? Kann man das nicht vor Ort einfach so aus? Nun ist es ja aber auch in der Formel 1, weil du eben auch die Motoren und eben tatsächlich auch die innovativen Motoren schon angesprochen hast, ist es in der Formel 1 ja trotzdem auch immer noch so, dass sie viele Fans hat, die einfach genau das eben nicht wollen. Die wollen gar nicht diese Innovation, die wollen halt die lauten V12-Motoren, die auch noch richtig stinken, weil sie halt so ein bisschen diesen klassischen Motorsport lieben. Ist es für die Formel 1 auch eine Gefahr, tatsächlich jetzt eben auch in Sachen Technik, in Sachen Antrieben und so weiter innovativer zu werden? Oder wird sich das mit der Zeit dann einfach schon legen, dass auch die Fans mitkommen sozusagen? Ich glaube, da müssen sich die Rechteinhaber genau ansehen, wie groß welche Gruppe ist. Denn man kann es nicht allen recht machen. Und wenn man seinen Fokus eher auf Gewinnmaximierung setzt, was völlig legitim ist übrigens, muss man sich halt gut überlegen, in welche Richtung man geht. Es ist ganz klar, es gibt ja genauso die Classic-Car-Fans, wo die Autos noch viel mehr schinken, ja, als die Formel-1-Autos, die wir jetzt zum Beispiel noch kennen. Die haben genauso ihre Legitimation. Aber es ist einfach ein anderes Format, eine andere Sache. Und wenn man in der Formel 1 als Rechteinhaber sagt, ich will auf jüngere Fans setzen, das sind meine Kunden, die sind auch wichtig für die Sponsoren, denn das sind ihre möglichen Konsumenten, das ist eine viel größere Gruppe, dann muss man entsprechend diesen Weg gehen, der heute einfach zeitgemäß ist, im Zeitalter der Digitalisierung, der Nachhaltigkeit und all diese Dinge, die halt zusammenkommen, risikofrei und so weiter. Ne? Ja, und ist das auch, also ich meine, du hast ja damals auch mit BMW Sauber eben gearbeitet, eben auch mit einem Hersteller. Ist es für Hersteller auch wichtig, dass sie eben ihre neuen Technologien, die nachhaltig sind, dort dann eben auch präsentieren können? Ich glaube, für die ist das sehr wichtig, denn die haben eigentlich genau die gleichen Überlegungen gemacht und decken ja alle Segmente ab, nicht? Die haben ja, ich denke, ihren Hauptfokus sehr wohl in diesen Bereichen, wo sie einfach überall das Häkchen machen können, haben aber daneben sehr wohl ihre Supercars, ihre Hypercars, wo es um nicht unbedingt um Treibstoffeffizienz geht, sage ich mal, sondern um andere Punkte, die wichtiger sind. Sie haben ihre Oldtimer, sie haben die Classic Cars auch noch, die sie entsprechend betreuen. Die haben ihre Segmente und das muss man sich genauso im Motorsport ansehen, aber ich vermute einmal ziemlich stark, das Hauptsegment muss das sein, wo die breite Masse hineinpasst. Und wie gesagt, du hast es damals mit BMW sehr, sehr hautnah erlebt. Was waren denn die Gründe damals, dass BMW erst ein- und irgendwann dann eben auch wieder ausgestiegen ist? Ja, der Grund war die Unsicherheit, die der Vorstand im Governance-Bereich gesehen hat. Wir waren ja damals mitten in den Verhandlungen für das neue Concord Agreement. Das war noch in der Ära Max Mosley auf der FIA-Seite und natürlich auf der kommerziellen Seite Bernie, wobei mit dem auf der Seite war man sich eigentlich so relativ einig und klar. Man verspürte aber doch eine gewisse Unsicherheit im Governance-Bereich, denn Max Mosley hatte damals einige Äußerungen gemacht und vor allem den Herstellern gedroht und zumindest BMW wollte sich das nicht gefallen lassen. Und hat gesagt, das ist uns zu unsicher. Und da gab es einmal eine Aussage von ihm. Und schlussendlich sind das ja oft wenige kleine Dinge, die dann doch zum großen Schritt führen. Und die Aussage, dass er im Grunde die Hersteller verklagen würde, wenn sie da nicht mit unterschreiben. Und unser Hersteller wollte nicht mit der Muttergesellschaft unterschreiben, was auch völlig legitim ist. Und dann hat man eben die Reißleine gezogen. Ja, und dann war Sauber wieder ein Privatteam sozusagen und du warst dann ja auch Teamchefin später und musstest das Team durch sehr, sehr stürmische Gewässer führen. Wie gesagt, heute gibt es ein Budget Cap. Wie schwer war das damals tatsächlich, so ein kleines Team eben nicht pleite gehen zu lassen? Also das hat man ja vielleicht von außen gar nicht immer so richtig mitgekriegt, wie stark du da auch zu kämpfen hattest und eben auch erfolgreicher gekämpft hast am Ende. Das war sehr schwer. Es begann ja schon damit, wie Peter Sauber das Team zurückgekauft hat, nicht? Denn wir waren ja sehr lange in dem Verkaufsprozess nicht aktiv involviert, denn wir waren ja quasi der Verkaufsgegenstand. Wir waren noch keine Partei, die das gekauft hätte. Wir waren sehr froh, dass wir BMW damals überzeugen konnten, einen Verkaufsprozess einzuleiten, denn das war keine klare Sache.
Eigentlich war das am Anfang, stand das gar nicht so zur Diskussion. Das hätte man alles ordentlich und wirklich allen gerecht werden, da schön runtergefahren, was auch ordentlich gemacht worden wäre. Da hätte ich keine Sorge gehabt. Nur wir wollten einfach, dass es weitergeht mit dem Team. Und BMW hat sich überzeugen lassen, dass sie den Verkaufsprozess einleiten. Wir kamen eigentlich wirklich ganz zum Schluss dazu, weil sich die anderen Möglichkeiten doch nicht erfolgreich abschließen ließen. Und ich glaube, das war im November, als dann die Herren nach Hinwil kamen, oder eigentlich nach Zürich kamen, und wir uns über Nacht eigentlich geeinigt haben. Und das muss man sich ja vorstellen. Die Saison beginnt nicht im Dezember für ein Team, das dann im Jänner oder so testet. Wir hatten kaum etwas, vor allem nicht das Geld, zwar die Leute, und haben trotzdem dann das Concorde unterschrieben und mussten in einen guten Monat, sage ich einmal, zum Test antanzen. Das heißt, da, glaube ich, war die Ausgangslage schon so schwer. Ich weiß nicht, wie viele überhaupt damals gesagt hätten, A, man kauft das Team, was Peter Sauber gemacht hat, und B, wer leitet dieses Team? Wo ich dann gesagt habe, ja, das mache ich. Wir haben uns aber dann eigentlich recht gut erholt. Es war performancemäßig zumindest, wenn ich 2012 und 2013 mir ansehe, aber es war halt ein ständiger Kampf, denn es war die Ära ohne eines Budget Caps. Das alte Resource Restriction galt so nicht mehr. Und da ist es sehr, sehr schwer mitzuhalten. Denn der Sponsorenmarkt war sehr schwierig. Die Ausgaben waren sehr hoch. Und wenn natürlich man hier und da auch dann gewisse Zusagen, die einem gemacht wurden, wenn die nicht eingehalten werden, dann macht es das auch sehr schwer. Also es war wirklich ein ständiger Kampf. Und das Wichtigste war für mich in der Zeit, dass das Team überlebt und eine nachhaltige, langfristige Lösung hier. Was musstest du sofort ändern? Ich meine, ihr hattet BMW mit einem großen Hersteller im Rücken. Kann man da sagen, gut, dann waren halt das Dreifache der Ingenieure mit dabei und dann ist plötzlich der Hersteller weg und du musst eigentlich neu anfangen. Wie geht man daran? Muss man eine Ingenieurstelle müssen zwei Ingenieure praktisch für vier arbeiten dann oder wie macht man das, um A zu überleben, aber B auch noch irgendwo performancemäßig dabei zu sein? Naja, das Gute in der Zeit war ja, dass ich war ja vorher schon da, bevor BMW kam. Das heißt, und da war ja Sauber auf jeden Fall ein effizientes Team. Man hatte auch gute Jahre, aber war ein solides, effizientes Team. Und diese Stärken musste man wieder hochholen. In dieser kleinen Arbeit schnell und in dieser kleinen Einheit schnell und effizient zu arbeiten. Und das ist ja auch das, was damals uns ausgezeichnet hat und auch für BMW interessant machte. Und man muss auch dazu sagen, BMW, die Leute, die von BMW für das Projekt abgestellt wurden, waren hier auch durchaus hilfsbereit. Die haben mit uns sich angesehen, welche Leute brauchen wir nicht mehr. Haben sich das genau angehört in der Zeit. Also wir hatten da wirklich auch eine gewisse Unterstützung von denen, sei es auch nur, um zu schauen, wie man das Personal richtig angeht. Wir hätten ja nie im Leben all die zahlen können, oder? Das wäre ja gar nicht gegangen. Mhm. Und dann musst du dich einfach auf diese Stärken wieder besinnen und schauen, wie haben wir da gearbeitet, was braucht es da? Und wir haben ja in der Zeit mit BMW als Team sehr profitiert. Und ich bin nach wie vor überzeugt, ohne diese Zusammenarbeit hätte Sauber einfach nicht diesen Sprung, ich sage mal, zu den modernen Formel-1-Teams dann gemacht. Wir sind ja sehr isoliert hier gewesen. Es gibt ja kein anderes Formel-1-Team in der Nähe und in der Schweiz ja schon gar nicht. Das heißt, wir mussten uns auf diese Stärken wieder besinnen, wieder in der kleinen Einheit unsere Effizienz finden und sehr fokussiert mit dem Geld umgehen. Also nicht mehr diese 20 Schüsse zu haben und einer wird schon klappen, sondern es gibt halt einen und der muss möglichst funktionieren.